Willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch gerne die neue Forage-Kollektion vorstellen, welche am 8.10. um 11 Uhr auf unserer Homepage erhältlich sein wird. Alle weiteren Infos zum Drop findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit, sondern legen direkt los mit den Teilen. Es wird 4 neue Hoodies geben in 4 verschiedenen Farben. Einen davon seht ihr gerade hier getragen in dem Blau. Dann wird es noch diesen Hoodie hier in Oatmilk geben, was eine übertrieben schöne Farbe ist. Sehr, sehr passend für den Herbst. Hinten ein dezenter Backprint, der zwar was größer ist, aber den man wirklich nicht auf den ersten Blick sieht, weil er einfach so Ton in Ton gehalten ist, was ich sehr schön finde. Darüber hinaus gibt es eine sehr beliebte Kombination und zwar das Off-White mit dem lilafarbenen Print. Das gab es ja schon als T-Shirt, war sehr, sehr schnell ausverkauft und natürlich ist das Ganze als Hoodie genauso geil. Ich finde auch eine sehr schöne und passende Farbe jetzt für den Herbst. Kann man immer sehr gut stylen, passt sehr gut zu dunklen Klamotten, weil es einfach so ein bisschen Kontrast bietet. Und Off-White, wie ich finde, einer der coolsten Farben für Hoodies und gerade mit diesem Print finde ich sehr dezent gehalten, aber sticht einfach ins Auge und die Farbkombination geht einfach sehr gut und fand sie als T-Shirt schon sehr geil und als Hoodie noch geiler. Dann der Hoodie in Blau, das ist auch der, den ich gerade trage, wirklich ein sehr, sehr schöner Blauton. Hinten haben wir wieder denselben Print, Forage Atelier, also wirklich auch sehr dezent, blau mit einer weißen Druckkombi und ich finde auch hier, die Farbe spricht einfach für sich. Der Fit von unseren Hoodies, wer bei uns schon gekauft hat, der kennt den einfach, 400 GSM und ich finde, der ist einfach nur absolut perfekt. Wir haben daran nichts geändert, außer die Ärmel haben wir so ein bisschen kürzer gemacht, weil da war einfach noch ein bisschen Raum, um es zu optimieren. Sitzt jetzt noch besser, ansonsten hat er zwar einen leichten Oversize-Fit, aber nicht wie bei einigen Brands, dass er so übertrieben weit fittet, sondern das Ganze sieht wirklich noch sehr cool aus und sitzt einfach ein bisschen lässiger, genau wie ein Hoodie einfach sitzen muss. Und dann haben wir noch eine etwas gewagtere Farbe, welche ich aber übertrieben geil finde und zwar ist das so ein leichter Fliederton. Auch hier haben wir wieder einen Ton-in-Ton-Druck. Ihr seht das, der ist so ein bisschen dunkler. Ich zeige euch mal lieber die Rückseite, da seht ihr das besser. Auch hier wieder der etwas größere Print, aber dadurch, dass der so Ton-in-Ton gehalten ist, sieht man den einfach nicht direkt. Also der sticht nicht so krass ins Auge und das finde ich eigentlich cool, weil das so ein bisschen Understatement ist. Und ansonsten muss ich einfach sagen, die Farbe hier macht so krass was her. Also wenn man die anhat, irgendwas Dunkles anhat als Highlight-Farbe, die sticht richtig hervor, ist aber dennoch dezent. Also für einen Flieder ist es wirklich noch dezent und so ein bisschen entsättigt, was ich sehr, sehr cool finde. Und das sind auf jeden Fall die Hoodies und ich freue mich auch schon jetzt, wo wieder die passende Jahreszeit dafür ist, um Hoodies zu tragen. Und natürlich haben wir auch wieder einen schwarzen Hoodie, weil aktuell haben wir leider keine schwarzen Hoodies verfügbar im Shop. Selbes Spiel hier, hinten dezenter Print in weiß, vorne kleiner Print auf der Brust. Ist einfach so meine liebste Kombination, um ehrlich zu sein. Kleiner dezenter Brustprint und hinten auf dem Rücken nochmal ein Print, damit es nicht ganz so leer aussieht. Und den in schwarz wird es natürlich auch am Sonntag geben. Dann kommen wir zu einem neuen Produkt, welches wir so vorher noch nicht hatten. Und zwar ist es eine Cargohose, welche übertrieben gelungen ist. Die wird es erstmal nur in schwarz geben, aber ich denke, das werden wir definitiv ausbauen. Die ist aus 97% Baumwolle, 3% Elastan, also wirklich ein extrem angenehmes Material. Der Bund am Knöchel ist mit so einer Rippe, also die ist so leicht elastisch und das macht den Fit der Hose einfach sehr, sehr geil. Dadurch sitzt die über dem Schuh, was ich wirklich sehr schön finde. Ansonsten vom Fit her ist das eher so ein Slimfit, würde ich sagen, also nicht diese ganzen Oversized Baggy Cargos, die man so kennt, sondern eine, die man wirklich vielfältig kombinieren kann. Also für mich ist der Fit perfekt. Geht da auf jeden Fall auf eure reguläre Größe. Falls ihr irgendwie zwischen zwei Größen seid, würde ich empfehlen, einfach die größere zu nehmen. Ansonsten eine sehr schlichte Cargo, hat oben einen Gummibund, also einen Elastikbund, was natürlich cool ist. Dann hat sie Taschen an den Seiten, wie es für eine Cargo üblich ist. Die kann man mit Knöpfen verschließen und wir haben hier nochmal ein dezentes Logo-Branding angebracht. Das ist jetzt auch Ton in Ton. Um euch das zu zeigen, da ist nochmal das Logo Ton in Ton drauf, was dem Ganzen nochmal so einen gewissen Touch verleiht. Ansonsten kann ich euch einfach sagen, die Hose ist extrem angenehm zu tragen, also fühlt sich schon fast an wie eine Jogginghose. Sehr angenehmes Material, sehr gut kombinierbar mit den ganzen Hoodies und ich bin wirklich froh, dass wir so eine Cargohose jetzt endlich im Shop haben. Als nächstes kommen wir zu einem meiner liebsten Teile aus der Kollektion und zwar ist es die Collegejacke.
Die Jacke ist aus einem Wildlederimitat und hat vorne auf der Brust so einen kleinen Logostick drauf, wo Forage Homme drauf steht. Anders als bei den meisten College-Jacken, die ihr kennt, hat die keinen Rippenkragen, sondern einen ganz normalen Kragen, wie ihr das sehen könnt. Und vorne haben wir Druckknöpfe, welche Ton in Ton gehalten sind, um das Ganze relativ dezent zu halten. Die Jacke hat wirklich einen brutalen Fit. Die ist so leicht kürzer geschnitten, wie es sich einfach für eine College-Jacke gehört. Sie bietet aber so viel Platz, dass ihr easy darunter einen Hoodie tragen könnt, was ich bei so einer Jacke natürlich wichtig finde, weil jetzt, wo die Übergangszeit kommt, möchte man sowas auch oftmals mit einem Hoodie kombinieren. Und dafür habt ihr auf jeden Fall genug Platz. Und wenn ihr sie auch nur mit einem normalen T-Shirt runtertragen wollt, sieht sie auch sehr cool aus. Und die Kombination war für uns auf jeden Fall wichtig. Ansonsten, das Wildlederimitat ist übertrieben angenehm zu tragen. Also wenn ihr die Jacke in der Hand halten werdet, werdet ihr auf jeden Fall merken, wovon ich spreche. Schön leicht und trägt sich einfach super angenehm. Seid auf jeden Fall schnell, weil wegen der Jacke haben mir auch schon einige Leute geschrieben und wie ich finde, ein wirklich sehr gelungenes Teil. Dann wird es noch 3 T-Shirts geben und zwar in unserem Relaxed Fit. Wir haben einmal die Kombination Off-White mit Forest Green. Also wir haben hier vorne einen kleinen Brustprint, wie bei den Hoodies. Und hinten haben wir nochmal den Forage Atelier Print. Ich komme mal etwas näher, damit ihr die Farbkombo erkennen könnt, welche übertrieben schön ist und übertrieben gelungen ist. Gefällt mir extrem gut. Dann haben wir das Ganze nochmal in Weiß. Also das ist True White, richtiges Weiß, mit einem grauen Print hinten drauf. Und die Kombination finde ich auch übertrieben stark. Auch so Kombinationen, die man einfach nicht häufig sieht. Und deswegen finde ich, machen die schon an sich einfach was her. Und dann haben wir noch in dem Blauton, haben wir das T-Shirt auch noch gemacht. Wie ich finde, ein sehr geiler Blauton. Auch den findet man nicht allzu häufig. Die meisten sind so ein bisschen dunkler. Der ist aber wirklich schön stark und knallig und macht optisch wirklich was her. Und das sind die 3 T-Shirts, die am Sonntag auch rauskommen. Dann haben wir noch ein Flannel-Overshirt, welches jetzt auch für die Jahreszeit sehr gut geeignet ist. Von den Farben her haben wir hier erdige Töne, braun, beige, off-white. Natürlich passt das sehr gut zur Garderobe, die zum Herbst einfach passt. Deswegen ist es sehr gut kombinierbar oder beispielsweise mit dem Oatmeal-Hoodie drunter. Auch eine sehr geile Kombination. Wir haben hier 2 Brusttaschen. Und wir haben hinten im Nacken nochmal unser Lederpatch. Das seht ihr hier, einfach so ein kleines, feines Detail und dem Ganzen ein dezentes Branding zu verleihen. Ansonsten einfach ein schönes Teil und ich denke, gerade jetzt für die Jahreszeit ist sowas einfach sehr gut geeignet, ob man das Casual mit Boot-Style möchte oder Richtung Street. Und deswegen ein sehr schönes Teil und passend für die Jahreszeit. Dann haben wir noch 2 neue Hemden und zwar einmal in dem Taubfarbton und einmal in Schwarz. Auch ein sehr geiles Hemd. Das Material ist so ein bisschen dicker und fester. Und wir haben hier jeweils 2 Brusttaschen. Anders als bei den Hemden, die wir zuvor rausgebracht haben. Die hatten ja nur eine Brusttasche und ohne Flap. Die haben jetzt beide eine Flap und haben beidseitig die Brusttasche. Und wie ihr es von uns kennt, ist da hinten nochmal Ton in Ton unser Logo aufgestickt, was das Ganze auch nochmal so ein bisschen dezent aufwertet. Ansonsten muss ich einfach sagen, ich komme ein bisschen näher, um euch die Struktur von dem Hemd zu zeigen, damit ihr sehen könnt, dass das einfach so ein bisschen dicker ist. Und es ist wirklich ein sehr schöner Stoff. Also man kann das quasi als Hemd tragen oder man trägt es so als leichtes Overshirt. Auch das einfach jetzt passend für die Jahreszeit und für diese Temperaturen, die aktuell gerade sind, so um die 20 Grad oder leicht unter 20 Grad. Dafür ist das einfach das perfekte Teil. Und farblich finde ich, die Farben kann man einfach sehr gut kombinieren. Und die werden am Sonntag auch erhältlich sein. Dann noch eine freudige Neuigkeit für alle, die mich bei Instagram gefragt haben bezüglich der Plissé-Hose. Auch hier wird es einen Restock geben, weil normalerweise sind wir keine Freunde von Restock, aber es haben so viele Leute nach dieser Hose gefragt, dass wir gesagt haben, ey, es wäre irgendwie unfair, den Leuten nicht die Möglichkeit zu geben, diese Hose zu kaufen. Und deswegen wird diesen Monat noch ein Restock von der Hose kommen. Ich denke, Mitte, Ende des Monats wird die irgendwann wieder da sein. Und dann habt ihr die Möglichkeit, die Hose, diesmal aber nur in Schwarz, nochmal zu ordern. Es ist wirklich meine Lieblingshose aktuell, muss ich sagen. Trägt sich einfach übertrieben bequem.
und ist für Daily einfach ein sehr geiles Teil. Gerade für die Leute, die so eine lässige Hose haben wollen, ist das einfach die perfekte Hose und deswegen ein Restock davon wird es auf jeden Fall geben. Dann noch ein kleiner Teaser, denn am Ende des Monats wird es auch eine Produktneuheit für uns geben, denn wir haben uns an etwas Größeres gewagt und zwar eine Pufferjacke. 90% Daunen, 10% Federn, also ein wirklich krasses, geiles Teil, extrem hochwertig geworden und extrem sexy geworden mit abnehmbarer Kapuze. Aber dazu werde ich dann in der Zukunft auf jeden Fall mehr sagen, wenn es soweit ist. Nur merkt euch die Jacke schon mal vor, wenn ihr überlegt, euch so eine Jacke zu holen, dann wartet auf dieses Ding, weil das ist einfach brutal geil geworden und ich freue mich schon, wenn ich das bald tragen kann, wenn es dann noch kälter ist. Das wollte ich nur schon mal anteasern. Und natürlich würde ich noch gerne 200 € Gutscheine verlosen, wie ich das immer gerne mache, wenn wir was Neues rausbringen. Kommentiert dieses Video, liked dieses Video und natürlich müsst ihr dem Kanal hier folgen und dann werde ich am Samstag die 2 Leute auf diesem Kanal hier bekannt geben. Diese werden dann 100 € Gutscheine von mir bekommen, die sie dann im Shop auf den Kopf hauen können. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen zur Kollektion habt, dann lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns Sonntag sehen. Macht's gut, Leute, und bis dahin. Ciao, ciao.